Kommt nach Hause, könnt kurz was essen, dann lernen wir eine Stunde Abendbrot und Bett. Das wird ihr Wochentagesablauf sein. Was für dich? Was ich für dich? Jetzt mal nur gestern sehen müssen. Ist sie ausgesprungen? Ja, guck auf, Mama. Mama, also, der hat gesagt, Hendrik. Ich habe eine Überraschung. Also, Henrik hat gesagt, ich habe eine Überraschung, du darfst dich nicht erschrecken. Ja, dann habe ich so gemacht und hat dagegen getreten. Und die ist aber auch so babbelig. Na super, das war doch eine schöne Reaktion. Lecker, der. Der. Ich komme mir ganz verdörrt vor. Was sind das hier für die Kröse, alle? Ah, Klebebänders. Bitte schön, ich geh mal darin. Ich hab keine Ahnung. Wo ist mein Leckerdörr? Wo ist dein Dörr? Ah, Oniwan. My Oniwan. The Marmalade. Marmeladen? Ja. Hier kannst du gleich essen. Blumen wollte nicht unten, weil dann gehen ihr die Zähne kaputt. Bei ihrer Aussage. Ach, Mizi, du bist auch wieder hier, gerade noch auf der Decke drüben, jetzt hier, fein. Gut, das morgendliche Werk ist vollbracht.
Was nu? Steht noch was an? Der Müll oben muss weg. Das, der Ball ist doch kaputt, dann kommt der Müll. Kann man halt nicht ändern. Unterlegscheiben habe ich gefunden. Yeah. 50 Cent. Also 48 Cent. Knapp 50 Cent. So was hebe ich auf. Ja, warum nicht? Ne? So richtig. So ist er, Mann. Da ist leider alles nass geworden. Nein, weg. Spezifische, na toll, na, das kann bei mir in mein Repertoire. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich hier noch was finde für mich. Bis auf die Unterlagscheiben, die sind auch toll. Ich freue mich über Unterlegscheiben. Ey. Mann, ist der bekloppt. Kleine Bügelsäge, die ist auch gut. Hucksäge. Gucken wir mal, was ist denn das hier alles? Tja, schade. Anfang und Ende leider durchgeschnitten. Sehr schön. Lötkolben. Immer wieder gerne genommen. Mensch, das sieht auch sehr gut aus. Sozusagen. Morgen. Moin. So, was haben wir denn jetzt hier? Quintessenz, was wir da rausgezogen haben aus der Innenkiste, ist Lötfett, Lötzinn, ein Lötkolben. Diverse XLR-Kabel, Konnektoren und Kleinteile, Anschlussstücken etc. Dann noch eine kleine Bügelsäge hier, so eine Bucksäge. Und ein Schutzblech für vorne. Kunststoff, aber macht ja nichts. Ja, das war die Ausbeute jetzt erstmal für die eine Kiste. Muchas gracias, señor. Ja, viele, viele gratis hier, ich weiß. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Wolfgang, Ladegerät. Na, du hast doch die anderen Teile mitgenommen. Ja. Diese Stecker da. Die Stecker, die da rankommen. Von die Akku, meinst du, war oder? Du hast doch den Stecker mitgenommen, die kleinen, habe ich dir doch hingelegt. Ja. Hast du die mitgenommen oder habe ich die weggeworfen? Ja, mitgenommen. Ja, bitte, dann hast du das Ladegerät dazu jetzt. Jetzt musst du auch sagen, muchas gracias oder so. Was? Du musst dich bedanken bei mir. Danke, danke, danke. Ja, ja, cool, ja. Ich bin ganz durcheinander. Ja, wieso? Ja, ja, so. Darf man noch sein. Aber bei so einem schönen Geschenk, da darf man natürlich durcheinander sein. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also. Ja, komm, Alex. Ach ja, was war denn mit Alex? Ach, Leute, hat sie alle. Da war ja nichts gewesen. Wieder war ja nichts. Ich habe ihn gefragt, meine Wahl hat mal gesagt, nee, sagte er. Die Olle war nicht da und der kam nicht. Da war nur die Hauseinzieher, die von der Hausverwaltung, die Schmitte war da gewesen. Ja. Sagte, ist alles in Ordnung, sagte er, machen Sie da. Hauptsache, Sie halten den Keller sauber. Das, und, oder so also, ein Boden. Nee, ach, das ist bei mir so toll, toll. Ich dachte, jetzt hier mal erstmal ein paar Minuten an frische Luft. Hier Luft drin, die Wohnung, da ist alles so stickig da drin. Man muss aber lüften. Man hat gar schon ein paar Mal gemacht. Kannst du am Hals, da glaube ich, hustet oder so. Naja, ich auch, aber ich bin krank. Also, eine Morgen Staatsbesuch Erdogan. Ach, hör auf. Türkische, Jetzt haben sie doch die Ministre. Jetzt haben sie doch gesagt, die... Salam aleikum. Aleikum salam. Na siehst du, endlich die Berliner haben gelernt. Wie man einen echten Muslim begrüßt. Wie man heute Berlinerisch spricht, ne?
bitte? Ich habe gesagt Salam Aleikum, hat mir Aleikum Salam antwortet. Endlich Berliner hat er zugelernt. Hat einer von euch Feuer für mich? Ich gleich nicht drauchen, ich habe nicht. Ich ohne. Das ich habe das Problem, hier ist bist du Wolle reingegangen. Wolle, du bist da drin. Nee, leider nicht. Ja, ja. Wenn ich die nächste Ecke auf einen Nazi treffe, dann gibt mir Salam Aleikum gleich. Oder? Der gibt dir Salam, Shabbat Salam gibt er dir. Du musst Salam, Shabbat Salam gibt mir. Eine schöne arabische Frau. Er lacht. Das ist eine Arabeske. Was soll ich machen? Ständig weinen? Nein. Ich habe ja nicht gesagt. Nee, ich meine die tatsächlich. Ständig weinen bringt der Moni weiter. Also lacht man. Ja, ja. Hey. Lach, wenn es zum Heulen nicht reicht. Weißt du, so wie das. So ist es. Oskar, ach um Gottes. Das Herz schlägt links, mein Freund, links. Ja. Oskar. Kennst du das aber warten nicht? Was machst du denn jetzt? Ich mach einen Hüttenschuh. Das war deine Vormieter hier. Ja, das machst schon. Nee, nicht mein Freund. Ich mach das alles. Ja, genau. Aber ich mach das alles im Müll, ja? Mach das in Müll. Ich hab da. Bin schon fast durch. Jetzt ist nur noch Klamotte. So. Jetzt haben wir hier alles Mögliche sortiert, aber nichts richtig gemacht. Schon wieder 1 Uhr gleich. Mittagszeit. Sieht da sehr schön aus. Super. Hey Mann, wegen Überfüllung geschlossen. Leider nicht mein Laden. Oh, das leider ist ja auch entspannt, wie gesagt. Man muss immer so sehen, manchmal ist es so stressig und es kommt ja heute bestimmt alle auf einmal. Bis jetzt keiner. Jetzt kam aber gerade eine da, die wollte das abheben. Ich sage, ach naja, das mach ich mal schnell hier draußen. Und dann hat das eben, der Sattel rutscht immer runter. Ja, okay. Bisschen fester geschraubt. Dann was war das nächste? Ein Reflektor war lose, Speichenreflektor. Habe ich hier wieder reingemacht. Ach, so schnell geht das. Naja, die Kette fällt mir dauernd runter. Dann habe ich hier schnell die Kette gespannt. Der Ganze hat jetzt 5 Minuten gedauert. Ich dachte, ich lasse das Fahrrad hier. Sag, naja, nee. Das geht alles so. Ist ja schön, wenn man nichts zu tun hat, kann man so eine Sache gleich machen und die Leute sind begeistert, freuen sich, fahren los. Und das war's. Gut. Ich brauche immer noch diese Kiste. Das wollte ich holen. Jetzt fällt mir das wieder ein, was ich eigentlich wollte. Ich habe Kiste. Tag. Sonntag. Und wieder von vorne. Wieder wie viel das müssen wir? 354 Euro. Da geil. Magst du clean Geld? Mag ich. Die Pedale abmachen.
Klar. Alles klar. Hinten ja. Klar. Jetzt fährst du schon. Okay. Easy going. Und ihr so, sonst so, und Familie? Wir denken nicht drüber nach. Okay. Also, nee, ich meine ja nicht euch beide. Also, Moment mal, so war das nicht gemeint. Hier. Kann man Tische draus bauen, Stuhlbeine, Schweißgerät, Schweißbecken. So aus wie ein scheiß kleines Mädchen. Eine Spanierin, eine Französin. Und es war ein wunderschönes Erlebnis. Also ich war angekommen in einer Zeit, wo ich überhaupt nicht war. So ist es, habe ich gedacht. Und sie hat mich ein kleines. Ja. So, bitte. Nee, Zigeuner war das. Und dann hat er gesagt, Didi, Didi, ich hab wieder was. Hey, sag mal, wo ist denn sie? Zigeuner. Du warst so lange weg, gut, ey. Schon Herbst. Alter, ey, no. Das war ein ganz anderer Tag, den du meinst. Den, wo du meinst. Zaubermeister, schon Zauberer. In so einem alten D-Zug. Paris. Die passt ja, der ist geil. Das ist halt ein Schlacks. So, dann wollen wir doch noch mal was Fahrradtechnisches hier heute zeigen. Das ist ja auch ein bisschen wenig heute, ehrlich gesagt. Mika, ich hab keinen Bock auf das Rad hier, ey. Was ist denn mit diesem Rad? Das musst du dann machen. Oh, ist schon ein Kackrad. Abgebrochen. Ja, naja, kein Wunder, oder? Hättest du gleich ablehnen müssen. Ach, das sieht ganz schön aus. Ja, musst du nicht mehr putzen. Oh. Okay, liebe Leute, also jetzt hier, erster Auftrag heute tatsächlich. Keiner hätte es für möglich gehalten. Ist heute noch was passiert? Billigrad. Ein Curtis. Ich weiß nicht, wo die vertrieben werden. 24 Zoll Kinder MTB, schweineschwer, vielleicht bei Real, vielleicht bei sogar bei Stadler, weiß ich aber nicht, ich glaube, es ist ein Versandrad tatsächlich, Real, Lidl etc. Und das Hinterrad ist platt, das ist nicht aufregend jetzt erstmal und das Vorderrad, so ich baue mal ganz schnell aus hier, geht ja auch ruckzuck. Voll das Billorad, auf alle Fälle. Warum hier ein Rennradventil drin ist, keiner weiß. So, den gucke ich nochmal auf, dass wir mal sehen, wo das ist. Muss ich echt mal schauen hier. Okay, das ist hier ein schöner Einstich.
Also es wurde vermutet, dass hier mit dem Messer zerstochen ist, der Reifen, aber ist es nicht. Dementsprechend kann es nur ein kleiner Einstich sein. Vielleicht hat er mit einer Nadel durchgestochen oder so. So. Machen wir erstmal Nummer 1 hier fertig. Nummer 2 ist, dass der Sattel geklaut wurde und ein anderer nicht gesteckt wurde, offensichtlich. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Auf alle Fälle ist das die falsche Sattelstütze. Ist doch scheiße, das Ding ist nie gefahren worden und schon kaputt, ey. Das ist auch alles neu an dem Teil. Neu, aber Schrott. Das musste verboten werden. Was erklärst du denn den Eltern? Erklär mal den Eltern, dass ich Schrott gekauft habe für ihr Kind. Scheiße, ey. Ja, Bremse ist abgebrochen. Außerdem hier. Wunderschöne Plastikbremse, ein wunderschönes Ding. Ganz toll, Alhonga, fantastisch. Hier ist der Rest noch dran. Das muss natürlich ab. Man macht ja so einen Hebel ohne aus Plastik, das hat ja auch einen Grund. Stell dir mal vor, du bremst. Das Kind braucht denn mal die Bremse, dann reißt das Ding ab. Ey, was für ein Scheiß. Was da alles passieren kann. Aber nee, macht mal weiter. Plastikhebel immer schön an die Kinderräder ran und alle diese, umso billiger, umso besser. Kinderrad darf nicht so viel kosten. Ja, ja. Genau. So. Ja, jetzt brauchen wir einen Griff. Na toll, ich habe vergessen auf Aufnahme zu drücken. Fantastisch. Wie auch immer, ich habe jetzt hier den Ersatzhebel dran. Ich meine alles. Alles klar. Ist er fertig etwa? Naja, wir mussten jetzt, also Abbruch. Schnell Abbruch! So zusammenbauen. Dann habe ich gefunden noch so einen Ring, der zum Steuersatz gehört. Also, wir kommen mal wieder. Schlecht. Mein erster. Lass dich in deiner Schwertstunde allein. Ja, bin gerne gut, so was. Das bin ich ja gewohnt. So, jetzt noch den Sattel. Jetzt aber hier rennen damit.
Ja, jetzt ist er oben nur noch locker. Aber das kriegen wir hin. Ready. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sagt so, wow, guck mal, nur schnell, der Duft. So meinte den Dampf. Der Duft steigt hoch. Mit der Nachricht, dass George W. Bush, der 43. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, ein dummer Jahren ist, kann man nur sehr, sehr einfach gestrickte Country-Fans aus Pritzwalk oder Königs Wusterhausen noch überraschen. So steht's geschrieben. Wie kommt denn Königs Wusterhausen in dieses Buch? Na sag mal. Woher kennen die das? Das ist vielleicht eine schlechte Übersetzung. 6 Euro. So, Feierabend. Mann, schön die Zeit abgesessen, ey. Och, das war ja echt mal für den Arsch heute hier. Oh, Leute, tut mir echt leid, heute war nicht los. Und ich meine, so ist es mal. Das ist nun mal das Leben. So ist es. Manchmal ist halt nicht los und dann sitze ich hier. Ich sage halt immer wieder, ja, seid nie sauer. Wenn nichts passiert, passiert halt nichts. Und dann sitze ich halt auch mal da und lese ein Buch oder gucke mir irgendwas an oder auch mal 2-3 Stunden hintereinander einfach lesen. Und stellt euch vor, jetzt wäre der Livestream gelaufen, ihr werdet alle enttäuscht. Ah, geht ja nicht so. So ist es. Also, wir sehen uns morgen. Da ist bestimmt wieder mehr los. Oder wenn nicht, dann auch nicht. Vielleicht ist sogar weniger los. Wir werden sehen. Macht's gut, bis morgen. Ciao. Euer Tommy. Und nicht verzagen, immer weiter gucken und weiter sagen.